Hallo und herzlich willkommen. Wer auf der Suche nach einem günstigen MicroArtix-Gehäuse ist, der stößt vielleicht auf das Silverstone Precision Series PS09. Auch wir haben dieses Gehäuse jetzt hier zum Testen. Ein Mini-Tower, der silent sein soll. Dafür gibt es Schalldämmmatten und einen leisen, angeblich leisen Frontlüfter. Trotzdem soll das Gehäuse eine ordentliche Performance bieten. Und zudem auch noch stylisch aussehen. Zumindest letzteres können wir gleich im Video klären. Optisch auf jeden Fall ein unaufdringliches Gehäuse, das durchaus ja doch einen gewissen Stil mitbringt. Das ist vor allem dieser Frontgestaltung zu verdanken, zum leichten abgebogenen Teil und der Materialwahl. Die Front besteht zwar aus Kunststoff, allerdings hat Silverstone hier ganz geschickt so eine Aluminium-Optik reingebracht, anders als bei manchen vergleichbaren Modellen jetzt auch nicht aufdringlich künstlich wirkend, ist dann ganz dezent gemacht, also wirkt durchaus angenehm, auch praktisch sinnvoll gelöst, zwei optische Laufwerksplätze im oberen Bereich, dann das gut erreichbare I/O-Panel mit zwei USB 3.0 Ports auch dabei und natürlich den Audiobuchsen. Seitlich dann sehen wir zum einen den Reset-Taster, zum anderen aber den Staubfilter für den vormontierten Frontlüfter, lässt sich einfach abnehmen. Da ist dann so ein dünnes Gitternetz dahinter. Und das gleiche gibt es in identischer Form auf der gegenüberliegenden Seite. Da dann auch der Power-Taster. Also hier dann die Luftzufuhr. Das Gehäuse sehr leichtgewichtig. Lässt erahnen, dass die Materialstärke jetzt nicht so beeindruckend ist, aber bei der Preisklasse muss man das natürlich auch ein Stück weit in Kauf nehmen. Unten ist der Frontbereich geschlossen, das heißt, hier kommt dann also keine Luft und kein Staub rein und auch der hintere Teil ist dicht. Das lässt dann wiederum erahnen, dass das Netzteil oben sitzt und nicht wie bei den meisten aktuellen Gehäusen am Boden. Kurz noch zu den Standfüßen, das ist so, ja, harter Kunststoff. Also auch hier die Sparvariante. Der Blick auf die Rückseite bestätigt dann die vermutete Komponentenanordnung. Netzteil hier oben, Mainboard dann klassisch darunter, mit den Erweiterungskarten bis zu 4 Stück, passend zum MicroArtix-Standard. Die Seitenteile werden angenehmerweise einfach nur von Wendeschrauben gehalten. Und da sehen wir dann auch hier diese Schalldämmmatten, die aufgeklebt sind. Mittlere Stärke, anders als das Seitenteil, das ist wirklich ja sehr fragil bei Belastung, sehr biegsam zumindest. Und dann der Blick hier in den Innenraum mit Innenraumlackierung, das durchaus bemerkenswert, und einer großzügigen Aussparung für die Prozessorkühlermontage. Das Montagematerial hier in Form dieses Kunststoffbeutels. Und ansonsten natürlich ein ja, kostenoptimierter Aufbau mit diesem durchgehenden Laufwerksschacht, der da natürlich auch fest vermietet ist und nicht etwa modular ausgeführt ist. Im Innenraum natürlich Platz für die beiden optischen Laufwerke, für 4 Festplatten und für ein SSD. Also sollte zumindest für viele Ansprüche in diesem Preissegment ausreichen. Mit dem Kabelmanagement ist hier natürlich nicht viel los. Die Schalldämmmatte sitzt dann fast direkt im Mainboard Tray. Wir sehen das hier auch nochmal schön. Das heißt also, Kabel wird man noch gerade so hier hinter dem Festplattenkäfig verstecken können.
aber jetzt nicht in diesem Bereich. Auch auffällig die relativ geringe Gehäusebreite, die dann natürlich Einschränkungen bei der Kühlerwahl mit sich bringt. Maximal 14 cm dürfen die Kühler hier reinragen. Weitere Einschränkung, der rückseitige Lüfterplatz ist nicht für 120er Lüfter geeignet, sondern da passen gerade mal 80er oder 92er rein. Und die Montage der Laufwerke und der Erweiterungskappen ist jetzt natürlich auch nicht werkzeuglos gelöst. Also wir sehen, hier gibt es ganz klar Abstriche bei der Ausstattung. Womit das Gehäuse dann aber halt glänzen kann, ist, dass es trotz des günstigen Preises ganz annehmbar aussieht. Und ja, wenn die Hardware dann einmal verbaut ist, stören dann natürlich viele Kritikpunkte, wie eben das Fehlen von Montagemechanismen, auch nicht mehr so. Also prinzipiell ein Gehäuse, das für ein günstiges Mikroartik-System durchaus seinen Reiz haben kann. Wir werden das Ganze jetzt nochmal genau unter die Lupe nehmen und dann einen ausführlichen Test zum Silverstone Precision Series PS09 auf der hardwarelux.de Seite bringen.